Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zurück hier in Valparaiso, in diesem wunderbaren kleinen Weiler an der Flussbiegung. Schaut mal, wie idyllisch das aussieht. Das Einzige, was mich ein bisschen wundert, was ich vielleicht anders gemacht hätte, wenn ich hier in diesem Dorf wohnen würde. Ich hätte hier nicht so eng die Wohnhäuser zueinander gebaut, aber gut. Ich bin ja nur der Bürgermeister, ich wohne hier. Hier ist genug Platz. Vielleicht mögen die sich alle sehr gegenseitig, sind befreundet und wollen hier das Leben auf engstem Raum miteinander verbringen und genießen. Warum auch nicht? Bei mir kann jeder auf seine Art glücklich werden, hier in diesem Dorf. Wir haben, glaube ich, gerade den zweiten Holzfäller hier fertiggestellt. Passenderweise mitten im Wald, da werden wir unsere zwei neuen auch zuweisen. Sind jetzt insgesamt schon 14 Dorfbewohner. Und jetzt müssen wir, glaube ich, ein bisschen was mit den Abbaugebieten hier machen. So, was ist jetzt der Plan? Der Plan ist, dass wir, also ich denke, wir werden noch den Bereich hier weiter abholzen. Aber hinter dem Herrenhaus will ich die Bäume mal noch stehen lassen. So, und der nächste Abbaubereich soll in diesem Bereich hier sein. Hier würde ich nämlich gerne so ungefähr die Kirche bauen. Und da kann dann erstmal ein bisschen freigeschlagen werden. Eigentlich dann auch weiter hier unten, aber machen wir erstmal da weiter. Vielleicht, ja, können wir den gesamten Bereich hier mal markieren, so bis hier. Ja, und dann werden wir, wenn hier die Kirche steht, drumherum weitere Wohngebiete schaffen, wenn das nötig ist. Vielleicht werde ich auch sogar Folgendes machen. Vielleicht werde ich hier... Ja, so einen kleinen... Warte mal, können wir hier verbotenes Land? Es gibt, glaube ich, irgendwie die Möglichkeit, wie man das hier kleiner macht. Ja, genau, so mit Steuerung. Ich will mich auf jeden Fall eine Möglichkeit lassen, dass wir hier eine Brücke rüberbauen. Und das soll... Genau, das soll nicht zugebaut werden. Also ich würde sagen, so definieren wir das mal. Sieht jetzt ein bisschen komisch aus. Aber das verschwindet gleich wieder. So, perfekt. Okay, und ich würde sagen, dann machen wir uns als nächstes an den Kirchenbau, oder? Gibt es noch irgendwas anderes zu beachten? Ich denke nicht. Wir haben interessanterweise gar keine Aufgaben, das ist aber kein Problem. Also, Zufriedenheit. Es fehlt jetzt nur noch ein Gottesdienst. Und den bekommen wir eben durch dieses Kirchengebäude. Dorfkirche. Ich werde es erstmal relativ klassisch gestalten. Und leider müssen wir es wieder mitten in den Wald jetzt erstmal bauen. Weil ich will halt, dass das dorthin kommt. So. Okay, das heißt, wir brauchen ein Hauptgebäude. Und ihr seht, auch Kirchen haben so einen grünen Umkreis. Ein Grund, warum ich das dort platzieren will. Weil wir da auch drumherum ja Wohngebäude haben wollen. So, und ja, die wird, wie gesagt, habe ich mir zumindest so vorgestellt, jetzt ziemlich klassisch werden. Ich werde die auch noch nicht höher bauen. Wir werden allerdings einen Turm ransetzen. Ja, Holzkreuz muss natürlich auch sein. Einen Turm, was gibt es hier noch? Verschiedene Türen. Okay, also vorne kommt ein Turm ran. Und oh, ein neuer Bewohner. Der Turm, der soll aber ein bisschen höher sein. Ne? Also das muss schon so ein bisschen repräsentativ sein. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Drauf bauen wir ein Holzkreuz. Kann man das nochmal drehen? Es sieht so aus, als könnte man es drehen, aber er dreht es leider nicht. Halt. Versuche ich nochmal. Jetzt habe ich es platziert. Ja, ich kann es irgendwie nicht drehen. Hier passiert nichts. Ich bewege die Maus, aber es geht leider nicht in eine andere Richtung. So weit, so gut. Und jetzt brauchen wir noch einen Eingang. So, und jetzt ist die Frage... Was machen wir da für eine Tür? So eine Tür? Das ist irgendwie beim Turm ein bisschen over the top, finde ich. Da können wir noch so eine Seitentür machen. Ich mache erstmal hier so eine bescheidene ran. Und das reicht... Oh Gott, was braucht denn das für Materialien? 52, 36, 11, das ist ja der Hammer. Das ist ja der Hammer. Also der Kirchenbau ist ja wirklich krass. Und Gold, aber nur 10. Na gut, dann soll es so sein. Wird gebaut. So, und das bedeutet aber, dass wir bei der Handelsroute eine Änderung einstellen müssen. Weil ihr habt gesehen, 11 Werkzeuge werden benötigt. Dann werde ich mal insgesamt auf 15 jetzt hier schon gehen. Ja, das ist also jetzt das Großprojekt, was jetzt hier beginnt. Okay. Stopp. Ach nee, hier ist eigentlich Wohnraum. Haben jetzt wirklich alle ein Haus? Ja, 5 Häuser haben wir, das stimmt schon.
Aber wir haben einen Arbeitslosen. Jetzt können wir noch mal überlegen, wo wollen wir jetzt jemanden einsetzen? Vielleicht wieder Bergarbeiter, genau. Das ist nötig geworden, weil wir jetzt sehr viel Stein benötigen. Das passt hervorragend. Und Bären, da so auf Dauer, nur einer allein, reicht auch nicht mehr. Das ist dann auch noch ein Thema. Gut, was wir außerdem noch mal gucken können, hier bei den Ständen, wie wir hier eigentlich weitermachen wollen. Also wir haben hier noch drei Einfluss, können das nutzen fürs Vogtbüro. Das sollten wir, glaube ich, auch machen. Das ist die nächste Gebäudefunktion und dazu brauchen wir aber auch einen neuen Raum. Das heißt, dann auch wieder einen neuen Flügel. Ja, jetzt bauen wir natürlich gerade die Kirche. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Andererseits, die Kirche wird nur von einem Baumeister erbaut. Ressourcen sollten eigentlich auch ganz, ganz anständig da sein. Vielleicht bauen wir hier noch den anderen Flügel ran. Warum eigentlich nicht? Also, bitte editieren. Hier sind auch neue Sachen dazu gekommen. Was bedeutet denn Besucherstandort? Was ist denn damit gemeint? Besucherstandort? Heißt das, es kommen Besucher und die stehen dann davor und gucken sich das irgendwie dämlich an? Ich werde das mal dahin platzieren. Keine Ahnung, was das bedeutet. Wir werden das alles später noch hübsch verzieren. Schaut mal, was hier möglich ist. Aber ich will erstmal hier den anderen Flügel hier anbauen. Ich muss mal gucken. Ich habe das so gemacht und dann ein bisschen... Ja, perfekt. Sehr gut. Das gefällt mir. Kostet 12 Bretter 7 Stein. Bauen. Okay, also da können wir das Vogtbüro dann einrichten. Ich habe im Moment jetzt noch gar keine Ahnung, was das eigentlich für Möglichkeiten bietet. Eine Sache weiß ich, die untersuchen die Vögte, was hier für Erze und sowas vorkommt. Also was da am Ende wirklich bergbaumäßig hier machbar ist. Hier sehen wir übrigens den Trampelpfad. Dort kommen, ich glaube, auch immer Neuankömmlinge. Bin mir nicht ganz sicher, aber dort kommt auf jeden Fall... Wow, schaut euch das an, tatsächlich. Das sind die Neuankömmlinge. Großartig, da sieht man also schon, wer kommt. Toll. Was haben die für einen krassen Weg hier runter? Boah, schaut mal den Blick von hier oben runter auf unser kleines Dorf, da ganz in der Ferne. Wahnsinn. Stellt euch vor, ihr lauft hier über die Berge und erreicht oder seht dort hinten dann euren Sehnsuchtsort. Und denkt, jetzt nur noch ein paar Kilometer, dann ist es geschafft. Sehr schön. Prima. So, schaut mal, die Tür ist schon mal gebaut worden. Das ist doch mal ein solider Anfang. Okay, jetzt wird der Turm gebaut, glaube ich. 20 Stein wird hingeliefert. Werkzeuge haben wir schon 15, das ist auch gut. Geld scheint auch zu funktionieren. Ja, im Moment alles in Ordnung, würde ich sagen. Können wir direkt ein bisschen schneller laufen lassen, weil im Moment... Ups, das war es nicht. Im Moment gibt es keine anderen dringenden Geschäfte, die wir zu erledigen haben. Die nächsten Neuankömmlinge, einen davon werde ich auf jeden Fall hier an die Bären setzen. Und es gibt wieder einen Boten. Können wir den mal verfolgen? Oh ja, schaut mal. Der kommt jetzt genau die gleiche Route entlang geritten, glaube ich. Ja, das ist die gleiche Route und der überholt sich ja sogar die Einwanderer. Natürlich. Weil er ja galoppiert. Er hat eine ganz wichtige Nachricht. Aus dem Weg! Eine Nachricht des Königs an den Bürgermeister. Von Valparaiso. Schaut mal, hier muss er direkt durch den Wald. Wie cool. Okay, deswegen der Besucherplatz. Alles klar, damit der Bürgermeister hier so ein bisschen aus dem Fenster gucken kann. Und dann mit den Besuchern sprechen kann. So gerade aus dem Bett gestiegen. Noch mit Schlafmütze auf dem Kopf. Auswärts essen die schon wieder. Echt? Fisch. Okay, ich meinte, am Monatsende können wir befördern. Wir sind in Woche 3. Wir kriegen 2 neue. Sind wir 17. Nehmen wir mal an, wir würden alles befördern, was geht. Das Problem ist, ich weiß leider nicht genau, wie lange diese Mission hält. Aber wisst ihr was? Das ist vielleicht gar nicht so schlimm, weil wir verlieren Einfluss, aber wir haben ja auch noch gar keinen Einfluss. Zum Beispiel beim Klerus. Ich würde gerne als nächstes, glaube ich, hier beim Klerus was tun.
Weil wenn wir da 5 Punkte haben, können wir noch für die Dorfkirche zusätzliche Gebäudeteile freischalten. Steinerweiterung erhöht die Kapazität der Kirche. Das könnte relevant sein. Und Steingräber können wir noch setzen. Ja. Ja. Das Problem ist, wartet mal. Das Problem ist, selbst wenn wir 20 Leibeigene hätten, wir haben ja gar keine Prunk für die Arbeiter. Wobei, wartet. Da muss ich nochmal kurz überlegen. Weil wenn das Ding fertig gebaut ist, kriegen wir dann nicht nochmal zusätzlich Prunk? Ja, aber nur einen leider. Gibt es noch Gebäudeteile, die jetzt noch zusätzlich Prunk bringen würden? 00. Wandbanner. Kostet uns aber... Okay, aber das hier, das wäre doch möglich. Ja, nee, da haben wir die Steine dazu nicht. Okay, das können wir nicht bauen. Das bringt keinen Prunk. Das Einzige, was wir bauen könnten, wäre das Wandbanner. Würde 2 Prunk geben. Kostet aber auch 70 Gold. Oh Leute, das ist schwierig, ob ich diese Quest jetzt annehme oder nicht. Oder wir bauen einfach noch einen Turm hinten dran. Das ist für uns einfacher machbar. Und dann hätten wir die 6 Prunk. Okay, pass auf, ich riskiere es mal. Wir werden aber dem Klerus helfen mit den Fischen. Und jetzt werden wir mal sehen. 60 Tage. Okay, ich meinte, das ist machbar. Das ist, glaube ich, machbar. Da brauchen wir uns jetzt auch nicht zu sehr stressen. Aber wir müssen trotzdem dann als übernächsten Bauabschnitt irgendwas noch hier tun, damit wir noch einen Punkt bekommen. Das will ich, glaube ich, jetzt noch nicht starten, weil wir noch zwei Bauten haben. So, 2 Bewohner sind gekommen. Das heißt, ich werde auf jeden Fall einen hier reinbringen. Und jetzt mal überlegen. Wir haben jetzt 42 Holz. Holz sieht jetzt gut aus. Das heißt, ich bringe noch einen Zimmermann. Warum ist das wichtig? Weil wir, je mehr Zimmerleute wir haben, umso mehr verkaufen wir dann auch. Wobei das natürlich auch eine gewisse Grenze hat, was man da verkaufen kann. Weil der Händler nur bestimmte Kapazitäten hat. Ich würde gerne mal... haben wir hier Einblick in das, was wir... Nee. Da müssen wir, glaube ich, mal auf den Händler klicken. Aber ich habe den tatsächlich irgendwie immer noch nie richtig gesehen. Wir müssen mal den Weg abchecken. Ob der vielleicht gerade auf dem Weg ist, dass wir ihn mal uns angucken können. Wie viel wir eigentlich so in der bestimmten Zeit an Bretter verkaufen können. Ich sehe gerade nicht. Wo geht es denn eigentlich in die andere Richtung weiter? Ach, hier ist der Trampelpfad. Und da, aber da ist auch kein Händler zu sehen. Naja, ist halt so. Gut, das heißt, wir brauchen aber so viel Gold, dass wir beim nächsten Monatswechsel maximal möglich befördern können. Das wiederum reduziert natürlich die Produktivität. Aber klar, wir machen das alles, weil wir die Fischerhütte dann bauen wollen. Und dafür brauchen wir 20 Leibeigene. Wenn wir alles befördern, haben wir 17. Aber unsere Einwanderungsquote ist gut hoch und die nächste Welle kommt schon am nächsten Tag. Aber ich glaube, es kommen im Moment zumindest nicht mehr als 2 Leute auf einmal. Ah, das wird schon klappen. Was macht hier unsere Kirche? Wie viel Prunk gibt uns eigentlich diese Dorfkirche? Oh, die bringt uns 6 Klerusprunk. Das ist schon mal gut. Die wird ja jetzt wirklich eifrig gebaut. Die ist auch schon gut geschlagen worden. Die Kirche steht jetzt schon einigermaßen frei. Das gefällt mir. Ach, das ist schön, wie hier alles so wächst und gedeiht, wie alle fleißig sind. Fleißig und friedlich dabei. Herrlich. So, die 2 Neuen, die müssten jetzt schon unterwegs sein. Wir sind jetzt relativ am Ende des 4. Monats. Wir verdienen immer noch ein bisschen Geld, das ist auch gut. Ressourcentechnisch ist Stein ein bisschen knapp, weil wir jetzt hier relativ viel mit Stein bauen. Oh ja, tatsächlich, hier fehlt es ja komplett. Es scheint alles erstmal in den Kirchenbau gegangen zu sein. Kann das sein, dass hier mehr als ein Handwerker arbeitet? Nee. Ein Baumeister? Nee, das ist nur Kinbearer. Und hier warten auf Baumeister. Warum?
Warum? Möglicherweise, weil der frei hat. Frei ist, okay. Na gut, wir müssen uns gedulden. Tag 5 des dritten Monats. Turm in Kürze fertiggestellt. Schön, wie er die Baumkronen überragt. Das gefällt mir. Hervorragend. Aber warum wird hier nicht rangeliefert? Das verstehe ich nicht. Okay. Also, wir haben ja eigentlich die Bretter. Wir haben einen Stein. Das Problem sind die Baumeister. Warum arbeiten die Baumeister nicht? Das müssen wir uns mal angucken. Wir haben zwei Baumeister zugewiesen. Und was machen die? Huffin, wo bist du? Huffin arbeitet. Und zwar... Wo arbeitet er jetzt? Jetzt hat er frei. Sind gerade Leute gekommen? Ein Arbeitsloser, ja. Ich meinte, ich kann ja mal hier einen Baumeister anstellen. Es scheint ja gerade so ein bisschen die Engstelle zu sein, damit wir hier weiterkommen. Mache ich das mal. So, jetzt sind wir bei der Beförderung. Wir haben 18 Leute. Es fehlen noch 2 zu den 20. Ich werde jetzt tatsächlich alle befördern. Oh mein Gott. Aber das müsste uns ja auch ein höheres Einkommen bringen, wenn das stimmt, was ich erzählt habe. Gut. Aber bezahle 160, um alle zu befördern. Sehr schön. Dann haben wir jetzt 18. Bin mal gespannt, ob das irgendwie jetzt hier krass was durcheinander bringt. Die wollen jetzt natürlich alle Häuser haben, das heißt, die brauchen auch alle Holz. Aber das sollten wir stemmen können. Und wir haben immer noch eine hohe Einwanderung, das heißt, wir müssen ein oder zwei Leute dann auch demnächst bekommen. Und das heißt wiederum, am nächsten Monatsende oder am nächsten Monatsanfang können wir auf 20 befördern. Dann wiederum sind wir in der Lage, das hier freizuschalten, wenn wir dann den Turm gebaut haben. Und dann können wir die Fischerhütte bauen und dann können wir den Auftrag erfüllen. Wow, was für ein langfristiger Plan. Aber noch immer ist hier niemand am Arbeiten, ey. Wo sind die ganzen Baumeister? Sind die alle? Hier ist doch immer aktuell nur eine Person zugewiesen. Ach, schaut mal. Glockenläuten. Anzahl der Glockentürme 1. Glockentakt wöchentlich. Glockentyp hell. Ah, wie cool. Wollen wir täglich läuten? Im Moment gibt es nur hell. Wir läuten einmal. Der Glockenturm steht ja schon. Oh, wie cool. Großartig. Und wir können sogar die Glockentonhöhe verändern. Das war eben C. Wir machen mal A. Okay, und G. G. Das klingt wie so eine Großstadt. C2. Könnte man sogar ein Lied spielen. Ich nehme C, ich bleib bei C. So, Abspielzähler Geschwindigkeit, das ist ja super cool. Wollen wir das jeden Tag haben? Ist, glaube ich, ein bisschen doof, ne? Wir machen das wöchentlich. Dann wissen wir, wann die Woche beginnt. Das hat auch wirklich praktischen Nutzen. Also ich finde das großartig. Das ist schon jetzt mein Lieblingsfeature bisher. Wer weiß, was noch kommen mag. So, aber ich habe immer noch nicht rausbekommen, wo arbeiten die ganzen Baumeister. Kann uns das mal bitte angezeigt werden? Also, Huffin arbeitet wo gerade? Der hat da irgendwas gemacht, oder? Jetzt hat er frei. Toll. Canberra arbeitet. Also ich glaube, die werden deshalb unproduktiver. Ja, genau, weil sie mehr frei haben durch die Aufwertung. Das ist der Punkt. Ah, und weil hier Wohnhäuser natürlich jetzt auch noch gebaut werden. Stimmt, das kommt ja natürlich auch noch hinzu. Ja, richtig, hier ist ja ein neues Wohnhaus entstanden. Schaut mal, der oder diejenige... Ah, ein neuer Bewohner, sehr gut. Und, war noch irgendwas? Händler vielleicht da gewesen. Schaut mal, der oder diejenige, die haben es richtig gemacht. Die haben sich ein bisschen von den anderen getrennt, haben hier einen wunderschönen Standort am Fluss gefunden. Herrlich. Direkt die Beeren vor der Tür und die Kirche auch noch in der Nähe.
Wunderbar. Nur das. Da sind immerhin jetzt schon mal 12 Bretter geliefert worden. Und ich glaube, jetzt kommen sogar die Steine. Und jetzt wird hier tatsächlich gebaut. Fantastisch. Ich bin begeistert. Ja, gut, aber noch kein Problem. Der Monat ist noch jung. Woche 2, Tag 1 ist erst da. Irgendwas ist neu dazugekommen. Dekoration. Ziersträucher und Zäune können wir jetzt platzieren. Und ein Holztor als Mauerelement. Aber ich denke, wir werden noch stark wachsen. Das ist vielleicht etwas, was man eher dann am Schluss macht. Schaut mal hier, man sieht sogar hier so ein Innengerüst als Zwischenschritt. Sehr cool gemacht. Aber wir sehen auch im Übrigen 11 Bären. Ah gut, jetzt 17. Das Bärenthema. Ah, wir haben einen Arbeitslosen. Da habe ich nicht aufgepasst. Direkt mal noch einen Sammler zugewiesen. Der Rest scheint gut zu funktionieren. Bretter sogar sehr gut. Da wird es mal wieder an der Zeit, dass ein Händler vorbeikommt. Da, das ist ein Händler. Stopp. Jetzt gucken wir uns das mal an. Möchte kaufen. Hier sehen wir das. 20 kauft er. Okay, und wo sehen wir eigentlich die Preise? 211. Also das ist schon rentabel, muss man einfach mal sagen. Oder das lohnt sich schon. Was sind die Berichte? Irgendwo hatte ich die Preise gesehen. Vermutlich hier haben wir es. Okay, 5 Goldmünzen für die Bretter, 4 für die Beeren. Was anderes können wir noch nicht. 120, wenn wir Wein herstellen können. Oh, darauf freue ich mich auch schon. Wein. Gut, und hier? Oh mein Gott, die Kirche meldet sich. Die Kirche hat eure Hingabe zu Gott bemerkt und schätzt euch mehr. Oh, wir kriegen 10 Kircheneinfluss. Na wunderbar. Es ist Gottes Wille, großartig. Möglicherweise, weil wir so eine... Oh ja, natürlich. Schaut mal, unsere Kirche ist fertig. Wie fantastisch. Und die Leute gehen auch direkt rein. Noch viel schöner. Wöchentliche Anwesenheit. Ja, wenn das voll ist, dann müssen wir anbauen. Ich bin begeistert. So, das heißt, wir haben... Dann werden wir jetzt nach und nach hier auch die Zufriedenheit wieder erhöhen. Und jetzt gibt es Nahrungsprobleme. Aber wir sind bei 25. Ja, vermutlich, weil sie ein bisschen andere Art von Nahrung mögen. Aber wir sind ja da dran am Thema Fisch. Alles gut, das wird sich ergeben. So, das heißt aber auch für mich, dass wir jetzt hier schon mal den Turm planen können. Oh, das Ding ist direkt schon fertig gebaut. Jetzt mal ein bisschen langsamer hier. Wir haben jetzt noch ein Gebäudeteil frei und da kommt jetzt das Vogtbüro rein. Erlaubt euch einen Vogt zu benennen, welcher verschiedene Mandate erfüllen kann. Oh, und Prunk von Gebäudeteil verstärkt... Oh, warte mal, es könnte sein... Ja, ich glaube, es reicht. Wir haben 6 Prunk. Wir brauchen gar keinen Turm. Und was kann der Vogt machen? Die Trainingsgeschwindigkeit der Soldaten, die Lerngeschwindigkeit im Job. Ehrlich gesagt, ich weiß noch nicht genau, ob diese Level, die die Leute bei den Jobs erhalten können, ob das schon eine Wirkung hat. Ich weiß, am Anfang des Early Access hat es das noch nicht, aber kann sein, dass sich das verändert hat. Da wir noch keine Soldaten haben, nehmen wir mal Berliner. Ich denke, das können wir uns auch leisten. Das ist natürlich... Die macht doch irgendwas anderes, ne? Mein Herr, euer Vogt steht für ein neues Mandat zur Verfügung. Aha, hier. Jetzt können wir mit Geld und Zeit Einfluss bei einem Stand gewinnen oder Mineralvorkommen erkunden. Das kostet uns aber 100 Gold. Wir haben aber im Moment das Geld. Vielleicht sollten wir damit schon mal starten. Machen wir das mal. Ein weiterer Bewohner ist gekommen. Sehr schön. Damit haben wir jetzt 20. Ich muss jetzt mal gucken, ist diese eine, die jetzt Vogt geworden ist, wurde die von woanders abgezogen? Das ist die spannende Frage. Wir sortieren mal. Also, was ist knapp? Eigentlich nur Essen, aber das kriegen wir ja gleich hin. Zimmermann, Sammler haben wir 3. Ja, im Moment relativ schwierig, irgendwas zuzuweisen. Wir haben, glaube ich, hier nur noch einen Platz frei bei den Holzfeldern, aber wir brauchen gleich Fischer, wenn wir das dann schaffen. Okay, warte mal, aber Leute, jetzt mal der Reihe nach. Wir sind also jetzt so weit, dass wir hier... Nee, können wir noch nicht. Erst am Monatsende. Genau. Da können wir dann die
2 Neuankömmlinge befördern. Dann haben wir 20. Dann können wir das frei schalten, weil wir ja auch die 6 Prunk haben. Sehr gut. Und dann bauen wir die Fische. Ja, perfekt. Alles klar. Woche 3, Tag 1. Die Frage ist, was machen wir bis dahin? Wir könnten die Zeit eigentlich noch für was Sinnvolles nutzen. Vielleicht, indem wir hier schon mal so ein bisschen Dekoration machen. Gucken wir mal, was hier schick wäre. Also was jetzt hier... Ja, der Wetterhahn ist eigentlich ganz nett. Wo können wir den denn aufpacken? Hier. Machen wir es mal ins Zentrum. Wobei, das ist ja falsch. Ich will den nicht da hinten. Können wir den nicht... Warte. Ich versuche nochmal. Ja, den können wir auch... Ja, doch, den packen wir in die Mitte rauf, ne? Mitte oben. Aber er macht Stress. Irgendwie geht's... Ja, jetzt geht's. Nein! Okay, scheint nicht zu funktionieren. Das ist vermutlich nur auf einem Turm möglich. So, dann rustikaler Schornstein. Das gefällt mir. Gefällt mir das wirklich? Wandbrunnen. Wir machen lieber erstmal was Harmloses. Eine geschnittene Hecke. Und zwar... Wie machen wir das? Ich probiere jetzt mal ein bisschen rum. Wie kann ich das ziehen? Nee, so offensichtlich nicht. So kann ich es drehen. Kann ich es irgendwie... Oder ist es immer nur ein... Ah, ich dachte, ich könnte da mehrere in Folge machen. Oh Gott, das kostet uns 25 Gold. Nee, kommt Leute, das ist leider im Moment nicht machbar. Okay. Ich glaube, der Plan mit der Verzierung, den will ich noch mal ein bisschen zurückstellen. Wir sind im Moment noch nicht so richtig potent für solchen Schnickschnack. Wir müssen erstmal bei den Basics, würde ich sagen, ein bisschen bleiben. Wie sieht es aus in der Kirche? Wir sind, ja, Kapazität scheint vollkommen zu reichen, kein Problem. Und wir haben 100% Zufriedenheit auch erreicht. Das ist doch gut. Wir sind im Plus. Wir haben gute Ressourcen. Ja, wisst ihr was? Was jetzt eigentlich schon anstehen würde? In Vorbereitung der nächsten Schritte. Wir müssten eigentlich langsam einsteigen hier in die Weizenproduktionen über Windmühlen und Bäckereien dann Brote zu produzieren. Das wäre eigentlich das nächste große Ding. Ja, liebe Leute. Ich denke, dem werden wir uns dann auch widmen. Allerdings... Dann erst beim nächsten Mal. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis dahin, macht's gut. Euer Steinmann.